Der geplante Bau einer Moschee in Kappel sorgt für heftige Diskussionen. Die Ahmadiyya-Gemeinde möchte gern im Gewerbegebiet im Rudert eine Moschee errichten. Das kritisieren vor allem in Kappel wohnhafte CDU-Politiker. Aus diesem Grund hatte der Magistrat am Mittwochabend zu einer Infoveranstaltung ins Bürgerhaus geladen. Rund 250 Personen waren gekommen. Der Bundesvorsitzende der Ahmadiyya-Gemeinde, Abdullah Uwe Wageshauser, informierte über die muslimische Glaubensgemeinschaft, die in Marburg rund 200 Mitglieder hat. Gut zwei Stunden diskutierten die Anwesenden über das Gotteshaus im Gewerbegebiet. Die CDU lehnt den Standort kategorisch ab. Mit der Begründung, das in der Nähe befindliche Flüchtlingslager sorge in Kappel schon für genügend Belastung. Diese Aussage sorgte bei vielen Anwesenden für Empörung. Das Flüchtlingslager sei keine Belastung. Neben Kritikern und Befürwortern äußerte sich auch Katharina Knobel. Die 80-Jährige wohnt seit 15 Jahren im Gewerbegebiet und nun eben auch in direkter Nachbarschaft zum Flüchtlingslager. Sie habe noch nie Probleme mit Flüchtlingen gehabt. Auch einer Moschee sieht sie gelassen entgegen. Also wäre ich dann genau Nachbar von der Moschee. Und ich bin jedenfalls nicht dagegen. Anschließend an die Infoveranstaltung wurde im Ortsbeirat weiter diskutiert. Dort war die Stimmung äußerst angespannt. Warum? Das erfahren Sie in Ihrer oberhessischen Presse.